Meine Lieben. Ja, endlich ist es soweit. Wir haben kurz nach 12. Das heißt, ich habe Geburtstag und darf das Päckchen von der lieben Steffi auspacken. Das ist ganz groß und schwer. Bin ich mal gespannt, was da drin ist. Ich habe es nur aufgeschnitten und den Block wegen den Adressen draufgeklebt. Draufgeklebt, draufgelegt. Dann schauen wir mal rein. Ui, na, ich habe hier keinen Platz. Und wow. Oh, eine Miniendose. Mal eine andere Geschenk-Geburtstagskarte. Oh, wie toll. Da bin ich ja mal gespannt. Ich stelle mal das Paket hier auf die Seite, was wir mehr Platz haben. Dann holen wir auch gleich mal die Geburtstagskarte raus. Ach, ist die süß. Schaut mal. Muss man die jetzt so aufmachen? Habt ihr das gesehen? Oh, der hat doch Jessica gemacht. Also Jessica ist ihre Tochter. Och, ist sehr süß. Der kommt hier an meinen Schreibtisch. Och, ist der putzig. Vielen, vielen lieben Dank. Och, ist der süß. Und klasse gemacht. Ich habe ja auch vor früher gelumpt, aber das hat sich dann sehr schnell verflogen. Und die Karte. Da kann man dran ziehen. Oh, jetzt habt ihr es gar nicht gesehen. Nochmal zurück. Hier kann man dran ziehen. Da ist so ein Sticker. Und dann hat man so einen Wasserfall. Oh, ist das süß. Und hier hat man Linienaugen. Hier Blümchen, hier auch nochmal. Und hier allein schon die Idee. Da ist ein Tag. Oh. Ich glaube, das ist eins. Das machen wir mal. Das sind auch noch Sticker. Weil das und hier ist auch total cool. Da ist ein Tag drin, ich mache mal auf die Seite. Sie hat geschrieben, hey, wir wünschen dir alles Liebe zum Geburtstag. Vielen lieben Dank, Liebes. Und dann ist hier nochmal ein Tag. Und dass all deine Wünsche in Erfüllung gehen. Ja, Dankeschön. Ach, ist das süß. Die kriegt einen Ehrenplatz hier auf meinem Regal. Die ist ja mal mega. Ich mache die mal wieder zusammen. Dankeschön. Die ist echt putzig. Und dann machen wir den Minion mal da oben drauf. Und da ist noch eine Karte. Oder oh ja, mit Sonnenblumen. Ich liebe ja Sonnen. Das ist auch so ein. Oh, da ist was abgefallen. Da ist noch so ein Kreuz. Ah, das könnte ich cool für mein Album benutzen. Dankeschön, Liebes. Und da war noch so ein Blatt. Und hier haben wir so Sticker. Die sind ja cool. Dankeschön. Dann haben wir hier ganz tolle Sticker, und zwar die von Action. Die sind ja mal mega cool. Und der Schlüssel hier.
Du bist doch verrückt. Und du sagst, es ist nicht viel. Das hätte schon gereicht. Die sind mega schön. Und der Eiffelturm, der ist aber nur einmal drauf. Schade. Dankeschön. Dann haben wir hier noch Sachen, die nicht eingepackt sind. Blöcke? Ich glaube, du bist verrückt. Immer hier diese coole Form. Die werde ich auf jeden Fall mal testen. Dankeschön. Wow. Papiertopper 9 Stück selbstklebend. Das sind doch mehr wie 9, oder bilde ich mir das ein? Schaut mal. Ah, die haben da so einen Klebepunkt. Aber was ist da jetzt ein Topper? Verstehe ich nicht. Könnt ihr mir das sagen? Das sind verschiedene Uhren. Das ist so cool für Vintage, für ein Vintage-Album. Total cool, Dankeschön. Aber ihr könnt mir mal sagen, was dieses Topper da bedeutet. Die sind immer mega. Und da war noch mal welche, und zwar mit so Nähzeug. Die sind ja auch cool. Sind auch 9 Stück drin. Finde ich mega klasse. Dankeschön. Und dann hat sie mir meine 2 Stanzen eingepackt, die mir noch fehlen. Einmal die hier, und da habe ich das Blatt verloren. Ja, vielleicht taucht es irgendwann wieder auf. Dankeschön, Liebes, dass du mir die nochmal besorgt hast. Oh, cool. Aber da, vor denen stand ich auch mal schon länger drauf. Drauf. Ich stand da drauf, natürlich, ja. Nee, ist klar. Stand ich auch schon länger davor, die mal mitzunehmen. Ja. Das sind hier diese 4 Motive drin. Dankeschön. Wow. Die sind ja toll. Oh, die sind ja mal mega süß. Schaut mal. Die gibt es im Teddy. Die habe ich noch nie im Teddy gesehen. Dankeschön. Und dann haben wir hier. Die Rahmen sind auch schön. Dankeschön. Ich stehe ja voll auf Rahmen. Dann hat sie mir mein 3D-Kit-Kleber mitgenommen. Da bin ich mal gespannt, wie der ist. Dankeschön. Dann haben wir hier so 3 Schlüsselanhänger. Die sind ja auch cool. Total cool. Vielen, vielen lieben Dank, Liebes. Das hätte doch schon alles gereicht. Du bist doch echt verrückt. Und dann haben wir hier 2 eingepackte Sachen. Die packen wir gleich aus. Und boah, da haben wir diese Pens. Brush Pens. Die Farben sind ja mal cool. In so Rot, Blau, Lila und Schwarz. War total cool. Dankeschön. Und dann hat sie mir die Minion Haribos eingepackt. Die sind noch viel zu schade zum Essen. Ach, sind die süß. Kevin. Ja. Dankeschön. Dann haben wir hier für die Sucht. Ja, das ist immer gut.
Mach ich mal den Aufkleber weg. Ja, die sind ja mal schön. Total cool. Dankeschön. Und dann haben wir hier noch so einen Stanzblock. Das ist ja auch schön. Total cool. Oh, die Blume ist schön. Dankeschön, meine Liebe. Und dann geht's schon weiter. Und dann hat sie mir ganz viele Blöcke eingepackt. Du bist so verrückt. Und dann einmal hier diese Teddyblöcke. Ich liebe diesen Block. Alle Blöcke. Vor allem, wenn man so kleine Alben macht, dann sind die kleinen Blätter viel, viel besser zum Verbasteln. Ja, mein Hamster nagt gerade an seinem Gitter da oben fest. Rum. Total cool. Oh, da haben sie reingeschnitten. Aber ist nicht schlimm, ist ja nur der Karton. Dankeschön. Und dann hat sie mir zweimal den hier mit eingepackt. Aber ich glaube, ich zeige euch. Na gut, ich zeige sie euch so. Obwohl, die kennt ja jeder schon. Und zweimal den. Zweimal den. Total cool. Und zweimal den. Der ist auch schön. Also die haben wir alle zweimal noch. Ich finde die Blöcke so hammer. Ich werde auch demnächst noch ein Video drehen mit meinen Blöcken, also mit meinem Papier. Und das ist mein absoluter Lieblingsblock, und zwar wegen diesem Papier. Und ich habe keins mehr. Also allgemein ist das mein Lieblingsblock. Und dann hat sie mir auch zweimal eingepackt. Vielen, vielen lieben Dank, Liebes. Das hätte doch schon alles gereicht. Du bist echt Wahnsinn. Du bist verrückt. Und dann haben wir hier zwei eingepackte, und da steht vielleicht eine neue Sammlung. Okay, ich bin mal gespannt. Nein. Ach. Guckt mal. Die sind ja lustig. Wie der guckt mit, was hat denn der für Augen? Die sind ja mal süß. Ah, da gibt es ganz verschiedene noch. Ah, total cool. Dankeschön. Die kommen auf mein Regal. Danke, 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 danke. Obala.
Du bist ja echt verrückt. Und jetzt kommen wir zu diesem Päckchen. Und irgendwie klimpert es da drin. Du bist verrückt. Einmal hier ganz coole Fußballschuhe und ein Fußball. Total cool, der kommt so auf mein Regal. Dann hier einen tollen Traumfänger. Armband. Das ist ja mal mega cool. Dankeschön. Du bist doch, ja. Und dann hat sie mir hier diese Glasplatten eingepackt. Ah, das sind diese Noppen. Ich dachte doch gerade. Ich wollte die zum Stempeln. Die sind total cool. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Ui, da kommt dann mein Schlüssel. Schaut mal. Ist der nicht süß? Och, ist das süß. Der sieht aus wie IA. Oh. Dankeschön. Da kommt dann entweder an meinen Schlüssel oder an meine Tasche. Und dann haben wir hier noch einen süßen Kalender von Tati Teddy. Und der ist ja mal mega cool. Den kann ich noch nicht benutzen. Der ist doch zu schade zum Benutzen. Vielen, vielen lieben Dank. Und jetzt kommt das Obercoole. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Den werde ich mir gleich zusammen, den werde ich gleich aufbauen. Ja, das ist aber Stuart, glaube ich. Ja, das ist ja egal, aber ich finde ihn trotzdem mega. Dankeschön. Ja, das war das wundervolle, tolle Päckchen von der lieben Steffi. Dir liebes, oder besser gesagt euch, sage ich vielen, vielen lieben Dank. Und ich werde jetzt auch gleich schreiben. Und du bist der Wahnsinn und du sagst, es ist nicht viel. Nö, überhaupt nicht. Naja, dann wünsche ich euch einen schönen Abend, Nachmittag, Morgen, wann immer ihr auch das Video sehen werdet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich zum nächsten Video. Tschüss!